Yo, schönen guten Tag meine Freunde, willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal und wie ihr bereits am Videotitel erkennen könnt, eigentlich könnt ihr jedes Mal am Videotitel erkennen, worum es in dem Video geht oder nicht. Heute tauchen wir mal wieder gemeinsam in die Welt der Raubkopien, der Plagiate, in die Welt des schnell verdienten Geldes. Ich zeige euch heute mal wieder 4 Fake-Kleidungsstücke, die relativ amüsant sind, würde ich mal behaupten. Ich wünsche viel Spaß mit dem Video und wir fangen sofort mit dem ersten Kleidungsstück an. Als erstes fangen wir mal wieder ganz klassisch mit einem Supreme X Louis Vuitton Kleidungsstück an, was, ja... Wir hatten in einem der vorigen Video den Super Squad. Was hier vielleicht noch ganz witzig ist, ist, dass der Supreme-Schriftzug, der bei dem Original-Monogramm-Muster verbaut worden ist, einfach hier bei der Jacke in Super Squad geändert worden ist. Super Squad. Doch jetzt, verehrte Zuschauer, habe ich sie gefunden. Die Alternative zum Super Squad. Die egozentrisch-narzisstische Version. Super Me. Ist das dein Ernst? Der Schriftzug Super Me in diesem roten Rechteck soll natürlich wieder eine Anlehnung an das Box-Logo von Supreme sein. Das gesamte Shirt ist natürlich wieder mit einem Monogrammmuster überzogen, weil es natürlich an die Louis Vuitton X Supreme Collabo erinnern soll. Ist aber leider kein Louis Vuitton Monogrammmuster, sondern eins mit Dollarzeichen. Ich verstehe wirklich bis heute nicht, was deren Intention dabei ist, so etwas zu produzieren. Natürlich wollen die an dieses Louis Vuitton X Supreme ein wenig erinnern. Es ist aber trotzdem kein 1:1 Fake, sondern einfach ein Abklatsch. Das erschließt sich für mich nicht, vielleicht habt ihr da einen anderen Lösungsansatz. Ich würde mal sagen, wir kommen zum nächsten Kleidungsstück. So, das nächste Kleidungsstück ist mal wieder ein Schuh und zwar wieder eine Collabo, diesmal zwischen Balenciaga und Gucci. Als Grundlage diente hier der Balenciaga Speed Trainer. Der Balenciaga Schriftzug auf der Seite wurde durch einen Gucci Schriftzug ersetzt. Oben am Sockenbund sieht man ein Gucci Detail, was dort aufgegriffen wurde und zwar die Hummel. Zu diesem Schuh muss ich aber sagen, dass er mir nicht schlecht gefällt, aber mir gefällt er jetzt auch nicht übertrieben. Ist halt eigentlich ein ganz normaler Balenciaga Speed Trainer, wo halt ein paar Details geändert worden sind, wo halt ein paar Farben geändert worden sind. Was würdet ihr von so einer Collabo halten? Gucci und Balenciaga, schreibt es mir in die Kommentare, was würdet ihr von so einem Schuh halten? Würde mich auf jeden Fall mal interessieren. Ich finde ihn, wie gesagt, jetzt nicht öde, aber jetzt auch nicht krass. Also irgendwie so, ja, sollen sie machen. So, kommen wir zum einzigen Accessoire in diesem Video hier und zwar ist es einmal der Off-White Industrial Belt in Gelb. Jedoch wurde da mal wieder ein bisschen rumgefuscht. Und zwar wurde einfach der Schriftzug geändert, anstatt dass da Off-White steht, steht da einfach Off-Wi-Fi. Also ich weiß nicht, wer sich immer da zusammensetzt, überlegt, okay, wir können gewisse Markennamen so ein bisschen vergewaltigen, dass die Namen halt irgendwelche anderen Sachen beschreiben, die aber trotzdem an diese Marke erinnern. Off-Wi-Fi. Ist das dein scheiß Ernst, Mann? Und das sind genau die Produkte, die ich verurteile. Das sind keine günstigen Alternativen, sondern das sind einfach Abklatsche von gewissen Sachen, die schon existieren. Da wurde sie nicht hingesetzt und gesagt, okay, Off-White hat das mit dem Industrial Belt so gemacht. Wir können das ja aufgreifen und unser eigenes Ding draus machen. Das wäre ja vollkommen in Ordnung. Die nehmen einfach ein Produkt, verändern den Schriftzug oder ein anderes Detail und verkaufen das dann als... Als was verkauft man das eigentlich? Als Off-White oder als Fake oder... Fake, du bist fake. Und wenn ihr jetzt denkt, es geht nicht noch schlechter und schlimmer... Dann zeige ich euch jetzt das letzte Kleidungsstück. Und zwar haben wir hier einmal einen Balenciaga Triple S, der wirklich relativ legit aussieht, wo ich jetzt nicht aus der Entfernung sagen könnte, ob der original oder fake ist. Doch ich zeige euch jetzt ein kleines, aber entscheidendes Detail, dass dieser Schuh zu 100% fake sein muss, und zwar dieses einmal. Anstatt dass wie üblich auf der Seite Balenciaga steht, steht bei diesem Schuh einfach A, B, C, D, E, F, G, H, J, K. Anstatt einfach den Balenciaga-Schriftzug ein bisschen zu verformen, dann Buchstaben wegzulassen oder vielleicht welche hinzuzufügen, dass es nicht anhört oder aussieht wie Balenciaga. Nein, man macht einfach sowas Willkürliches wie A, B, C, D, E, F, G, H, J, K dahin. Warum? Warum macht man das? Der Schuh sieht doch gar nicht so fake aus von der Entfernung. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass der auf dem ersten Blick sofort fake aussieht. Stellt euch mal vor, ihr seht diese Person in der Stadt, in der U-Bahn, irgendwo in der Uni oder keine Ahnung wo mit diesem Schuh rumlaufen. Ihr seht den Schuh, denkt, boah, Balenciaga Triple S, cooler Colorway, gefällt mir. Und auf einmal seht ihr, dass da nicht Balenciaga, sondern A, B, C, D, E, F, G, H, J, K steht. Ich kann mir, wie gesagt, nicht denken, was sich da die Produzenten bei gedacht haben. So, das war's jetzt mit dem Video. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ihr könnt ja mal gerne in die Kommentare schreiben, welches Kleidungsstück von den 4 am akzeptabelsten war und welches einfach, ja, am schrecklichsten. Eure Meinung ist in den Kommentaren gefragt. Übrigens, nehmt ihr schon am Gewinnspiel teil, wenn ihr das gestrige Video noch nicht gesehen habt. Dort habe ich ein kleines Gewinnspiel angekündigt. Dort könnt ihr einmal einen NMD Human Race gewinnen, eine Supreme Umhängetasche, eine Supreme Bauchtasche und einen 250-Euro Gutschein. Schaut gerne beim gestrigen Video vorbei, dort erkläre ich euch alles fürs Gewinnspiel. Das Video findet ihr unten in der Beschreibung, also schaut in der Beschreibung vorbei, falls ihr Interesse habt, beim Gewinnspiel mitzumachen. Checkt auch gerne mein gestriges Instagram-Bild ab. Wie schon gesagt, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Dankeschön für eure Aufmerksamkeit. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.